Hey, hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part meiner Ultimate Team Reihe. Heute spiele ich mit meinem Bundesliga-Team in der Online-Liga. Und ja, ich hatte es euch schon im letzten Part gezeigt, was da so verändert wurde. Ich habe hier einmal Gustavo im defensiven Mittelfeld. Im offensiven habe ich jetzt Draxler drin. Man könnte auch Boateng reinmachen oder Toni Kroos. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Option, die man da so hat. Habe ich alle im Team. Aber in diesem Spiel werde ich jetzt mal Draxler nehmen. Nicht zu vergessen, er hat 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, das ist alles auch sehr nice to have. Und vorne im Sturm habe ich einmal auf der einen Seite Mandzukic und ich finde, der hat eine ziemlich gute Quote noch. 37 Spiele, 33 Tore, 12 Vorlagen, da kann man nicht meckern, dafür, dass man hier vorne 2 Stürmer hat. Also, ich meine, ich denke mal, alles, was so um die Quote von 1 zu 1 ist, ein Spiel, ein Tor, ist ziemlich gut und das haben wir ja hier so ungefähr und das finde ich echt. Also, das macht schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, ja, wie gesagt, bei 2 Stürmern. Ja, und auf der anderen Seite habe ich hier Klaas-Jan Huntelaar und der hat jetzt 2 Spiele bei mir gemacht, ein Tor geschossen. Und da wollen wir mal schauen, was da so geht. Er hat hier das Hawk Chemistry, den Hawk Chemistry Style. Welchen hat Mandzukic? Marksman, Schießen, Dribbling, Kopfball. Ja, okay. Habe ich hier. Nee, der hat. Was ist das? Schießen und Passen hat er, Draxler. Gucken wir jetzt einfach mal. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein Online-Saisonspiel, Season-Spiel. Und ich habe 11 Punkte, brauche 13 für die Meisterschaft. Aufgestiegen bin ich so oder so schon. Wie viel Spiele ich jetzt noch habe, weiß ich gar nicht. OMG, a good man. Könnte mein Gegner werden. Ja, komm, ich nehme das Trikot. Wenn er denn heute noch anfängt. Aber das ist ja immer kein gutes Zeichen, wenn einer hier schon so lange rumjuckelt und deswegen gehe ich raus. Ja, also, wer es nicht weiß, ich habe das schon oft genug gesagt. Wenn ich hier einen Gegner habe, der hier nicht schon gleich sputet, dann sputet der im Spiel auch nicht. Dann dauert das da ewig. Dann muss ich mir ewig dieses Intro da angucken. Dann muss ich mir jede Scheißwiederholung angucken. Und das weiß ich. Das ist eigentlich immer so bei diesen Leuten. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf auf die Scheiße da. Ja, was ich mal wieder loswerden wollte, ist, hier sehen meine Gegner. Oh nein! Oh nein! Oh nein, Van Persie! Podolski, was ihr. Wie könnt ihr mich supporten? Das wollte ich mal wieder aktuell mal gesagt haben, weil das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Wäre ganz cool, wenn ihr mich supportet, indem ihr mich entweder abonniert habt oder indem ihr über meinen Amazon-Link in den Videobeschreibungen. In jedem Video von der Videobeschreibung ist ein Amazon-Link drin. Wenn ihr darüber bestellt, dann bekomme ich davon was ab. Was ist das für ein geiler Ball? Dann bekomme ich da was von ab. Das wäre ziemlich cool. Also da hätte ich was von und ihr auch. Also ihr habt mich supportet und wenn ihr sowieso da kauft, wäre das doch ziemlich nett von euch. Und natürlich das Wichtigste, was ihr machen könnt und müsstet, wäre einfach die Werbung geschaltet lassen. Keinen Adblocker anmachen bei den Videos und einfach die Werbung entweder wegklicken, ist natürlich ist in Ordnung dann. Aber am besten wäre natürlich, wenn ihr die Werbung einfach mal auch mal durchlaufen lasst. Das bringt natürlich am meisten, wenn ihr die laufen lasst. Aber immerhin einfach nur die Werbung da haben. Damit ist mir schon mal sehr gut geholfen. Darüber verdiene ich mein Geld. Und über hoffentlich jetzt ein gutes Spiel gegen Podolski, Van Persie und Co. Und Storage hat er ja auch vorne drin. Den habe ich ja noch nicht selber getestet. Das wäre auch noch so eine Option, dass ich mir den hole. Ja. Elia, Draxler, aber Draxler verliert den Ball, Fellaini. Naja, das war ja schon ein sehr mutiger Pass hier. Und Jala mit einem billigen Schuss hoch 10. Van Persie, ey, der geht ja ab. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Podolski. Ja, dann wollte er zu viel. Der Gegner wollte da zu viel. Oh, da vorne Mandzukic, das sieht doch aus wie Zucker. Mandzuckerisch. Mandzuckic. Keine Ahnung, ich wollte ein Wortspiel machen, es hat aber nicht funktioniert. Und das war ein Pass, der nicht funktioniert hat. Der macht die Pässe so gefährlich, dass ich mir denke immer, die können doch nicht ankommen. Und dann kommen sie irgendwann doch an und dann heul ich wieder. Dann heult der Basti bis zum geht nicht mehr. Schmelzer, ja, da war ein Foul davor von mir, ja. Gib ich zu, hier mit offen und ehrlich. War mein Fail. Ja. Ah, Mann!
So, jetzt kommt der Konter. Und da oben haben wir Draxler. Ich dachte, der kommt schön verfangen an. Boah, da ist er so frei. Ach, schade. Immer in der Ecke. Ach, da hätte ich ein Tor machen müssen irgendwie. Kacke, ich bin immer so nervös, dass ich nicht weiß, wohin. Oh, der kommt. Der kam so gut. Brutal gut. Fresh. Nimm ihn! Mach was! Oh Mann, ey! Ah, ich bin selber zu voreilig. Ja, danke. Schön, wenn er den Ball selber ins Aus jagt. Da freue ich mich immer. Da ist dann der Druck gleich weg. Na, oh, da habe ich Glück gehabt. Oder habe ich Pech gehabt? Glück und Pech folgen. Da geht er knallhart einfach komplett über den ganzen Platz rennt er da knallhart. Das ist ihm scheißegal. Da macht man einfach von vorne bis hinten, da rennt man, da gibt es kein Wenn oder Aber. Da wird einfach gepaced. Ah, guck, da geht's noch weiter. Lennon, guck mal, da wird nichts gemacht. Da wird einfach gerannt und gehofft, dass er durchkommt. Das regt mich so auf. Das war nix. Also das war nicht mal annähernd gefährlich. So, wo haben wir denn hier welche? Da außen. Trash. Und Verfan. Keinen unnötigen Ballverlust. Oh. Das verstehe ich nicht. Warum kam der Pass jetzt nicht an? Oh nein, ich mache aber auch hier einen Schmarrn. Naja. So, jetzt muss aber mal ein Angriff hier kommen. Das ist ja wieder erbärmlich mit mir. Draxler. Mazzukic! Oh! Rückpass. Oh Mann, ja gut, Mazzukic mit links ist natürlich nicht sein starker Fuß. Aber den kann man schon mal machen, ne? Na, das war jetzt zu früh. Da haben sie gerade nicht gut gestartet. Oh, Torwart draußen. Nein, das gibt es nicht! Das gibt es doch gar nicht! Draxler kriegt auch noch Gelb! Hat bestimmt gemeckert! Oh Mann, ey. Ich muss doch schon wieder führen! Verdammt! Die war ein bisschen weit, aber der ist drin! Mandzukic! Also, wenn ihn einer macht, dann er. Oh, 1:0, endlich verdient, finde ich. Ich finde, das ist verdient. Van Persie, ey, was kostet der? 50.000, 60.000 würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber sowas würde ich locker mal schätzen jetzt. Auf der Xbox. Ja. Amisch. Oh, beide fallen um. Seiner steht natürlich schneller auf. Und es war von mir ein Foul, ne? Ne? Komm, zeig es mir. Hä? Ja, ich hätte tatsächlich geglaubt, dass es von mir ein Foul war. Naja. Ich nehme das mal so hin. Nachdem mir im letzten Spiel kein Elfmeter gegeben wurde. Oh, das war ein sehr schöner Pass. Schön auf Leno. Da kann ich mitarbeiten. Huntelaar ist da außen. Ja, schön. Da kann er mal durchgehen. Und Huntelaar ist schneller, als es zu sein scheint. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Denkst du, ich krieg den Ball aufs Tor geschossen? Rich. Und Trash weg damit. Ah, fuck, ey. Die schaffen es nicht. Oh. Nee, jetzt hat er sich ganz schön gesteigert, finde ich. Oh. Wie viel haben wir jetzt? 45? Okay.
Nee. War der abgefälscht? Könnte sogar eine Ecke sein, aber ist es nicht. 1-0. Und das muss auch so bleiben, weil ich will die Meisterschaft in diesem Video noch. In diesem Video, in diesem Spiel, in diesem Part. Puh. Und Huntelaar hat leider... Oh, was ist hier los? Huntelaar hat leider noch kein Tor geschossen. Das ist sehr schade. Das sieht so aus, als wenn sie es aufgehangen hat. Aber wieso? Aber warum? Ich sehe zwei Bildschirme. Ihr seht auch zwei Bildschirme. Machen wir mal einen Cut wahrscheinlich. So, wie ihr seht, bin ich jetzt bei FIFA im Menü zurück. Ich musste die Konsole neu starten. Das Ding hat sich komplett aufgehangen. Super, wunderbar. FIFA, EA, super geil. Ich bin jetzt ein Abbruchficker, ja. Und mein Modifikator hat es jetzt verändert. Ist ganz toll, ja. Obwohl ich geführt habe. Ja, und das heißt, ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen, nochmal ein Spiel anfangen. Das heißt, ihr habt jetzt eine Halbzeit so gesehen und jetzt seht ihr nochmal hoffentlich ein ganzes Spiel. Ich muss jetzt nur nochmal sehen, verbleibende Spiele 4. Das heißt, ich habe noch 4 Spiele, um 2 Punkte zu holen. Das sollte ja möglich sein. Mannschaft bleibt wie gehabt. Wobei, ich könnte jetzt auch sagen, komm, mach mal jetzt ein Dings rein. Ach komm, ich lasse Draxler. Zählt das eine Tor eigentlich? Nö, das zählt nicht. Ist einfach weg. Er hat ein Tor gemacht, ein schönes Kopfballtor. War ein Tor jedenfalls. Hat er gemacht. Wird mir wird mir nicht anerkannt. Oh, das Trikot. Bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht in echt dann im Spiel. Crusaders, kommender Gegner. Ja, neues Spiel, neues Glück. Rooney und Suarez vorne drin. Ist klar. Das wird nicht leicht. Also die Mannschaft sieht schon mal ganz gut aus. Der hat doch... Vorne hat er Hawk und Sniper. Okay, das ist alles an... Ich habe ja fast auf alle Spieler, also auf ziemlich viele Spieler, Chemistry Styles. Aber mal schauen, was da so geht gegen Rooney und Suarez. Ja, das geht da schon mal schön los. Ich brauche immer noch 2 Punkte aus einem Spiel. Das heißt 3 Punkte. Ist das Ecke jetzt? Ist das Ecke? Es ist Ecke! Nein! Ja, ja, er schießt blind drauf. Naja, er schießt blind drauf. Also es gefällt mir schon mal gut. Wenn er so zu spielen scheint, dann... What the fuck? Ich dachte schon, er lässt das durchgehen. Wenn er so spielt, dann könnte es gut für mich ausgehen, weil so Hektiker sind meistens ganz gut für mich. Aber ich mache es auch nochmal genauso wie er. Schön hektisch. Aber ja, guck mal, wie hektisch das ist. Und das ist echt so eine Sache, wovon ich auch ein bisschen abkommen muss. Huntelaar mit links. Ich dachte, da kommt Draxler von hinten an, aber es ist Huntelaar gewesen. So, die kommt gut. Und das gibt, glaube ich, Abstoß, ja. Verdammt. Ja? Nein. Ups. Ich hatte die da oben so schön gesehen. Was war eigentlich? Mein Zug jetzt? Nein! Nein, ich hätte einfach weitergehen sollen. Der wäre drin gewesen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Mandzukic sich den Ball schnappt. Da war Huntelaar ihm zu langsam, hat er sich gedacht, komm, nehme ich den mal hier an die Hand, an die Brust. Naja, das ist abseits, wenn der eine rankommt. Oh, hat aber glücklich zurückgelegt. Glischi? Ja. Das war echt perfekt. Und Nasri. Mal gucken, was er damit jetzt anrichtet. Aber das ist auch wieder so einer, der nur durchrennt. Also eigentlich keine große Gefahr. Allgemein würde ich sagen, das muss doch zu schaffen sein. Man zog jetzt mal wieder hier unten irgendwann rumwuseln. Wobei ich den eher da vorne brauche. Da wo jetzt. Oh, die Flanke war doch eigentlich ganz gut. Eigentlich.
Wo hat der diese Spieler her? Kräppelt hier in der unteren Liga rum? Hat Rooney und Van Persie? Und spielt jetzt... Also er spielt nicht so gut wie mein letzter Gegner. So, jetzt kann man nochmal hier wieder ein bisschen durchdreschen. So, da unten haben wir Elia. Schön. Elia, 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 Elia. Vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Und auch nicht. Oh, schade. Ja, wie meiner halt durch den Ball durch. Es ist lächerlich. So, Draxler. Nein! Ja, guck doch mal an hier, da gehen die alle durch oder was? Draxler! Oh, an die Lacke Latte gesägelt. Säbelt. Gérard Depardieu. Schmelzer. Alles läuft noch. Alles läuft noch. Das Tor hätte schon wieder fallen müssen. War eigentlich so wie im letzten Spiel. Da muss es fallen eigentlich mal. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt gespielt habe. Ich weiß es nicht. Aber er ist sehr nervös, der Gegner. Macht eigentlich so viele Fehler, dass ich da mal genug habe, um einen auszunutzen. Warum spielt er auf den, ey? Ich verstehe das nicht. Ich habe auf den Freien da unten gespielt. Es ist ja so oft, dass die Bälle nicht dahin kommen, wo man das eigentlich will. Guck mal, und er spielt die genau in meine Füße. Und was macht er? Die kommen an, die Bälle. Die kommen original an. Weißt du, er spielt zum Gegner. Dazwischen steht ein Spieler vor mir. Normalerweise müsste ich meinen Spieler haben. Aber nein, mein Spieler kommt irgendwie dran und kommt so dran, dass der Gegner, der dahinter steht, den Ball trotzdem noch kriegt. Das ist herrlich. So, jetzt muss doch mal hier was eingetütet werden von mir und nicht von ihm. Suarez, ey. Der hat den übelsten Penisschuss. Hat eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Aber so richtig umgehen kann er damit nicht. Ich hingegen kann eigentlich ganz gut mit der Mannschaft umgehen, nur mal wieder nicht jetzt. So, Huntela. Ja, Draxler meine ich. Wow! Alter, war der geil. Alter, war der geil. Alter, war der geil. Guckt euch das an. Boah, geiles Tor. Also ich fand's sehr cool gemacht. Mit Draxler vorbereitet. Wäre nur noch das Optimale. Wäre gewesen, wenn Huntela den jetzt reingemacht hätte. Aber gut, kannst ja nicht alles haben. Mandzukic ist halt dieser Mann, der macht die immer rein irgendwie. Ich verstehe das nicht. Verstehe es nicht. Der macht sie einfach alle. Gustavo. Das ist doch auch ein Freistoß. Oder bin ich da völlig anders als alle anderen, die alle anders denken? Ja, das ist ein Rückpass. Nein, das ist Abseits. Ich will doch auch nicht, ich wollte auf den daneben spielen. Ich wollte doch. Mandzukic war 50 Meter im Abseits vorne. Und er spielt auf den da vorne. Es ist unrealistisch. Klaas-Jan Huntela. Schönes Ding.
Drittes Spiel, zweites Tor für meine Mannschaft. Das lässt sich, das kann sich sehen lassen. Guck mal, er ist halt so ein fantasieloser Mensch, der dann gleich immer losrennt mit dem Stürmer da. Mit Rooney und mit Suarez musst du von hinten draufballern. Die haben einfach mega Schüsse. Er hat 3 Schüsse, ich habe 2 Tore. Was ist da los? Hallo EA, was ist da los? Was ist da? Ist jetzt schon wieder hier ein Bug. Ich will nicht nochmal neu starten müssen und hier als Abbrecher bezichtigt werden. So, jetzt bringt er irgendwelche anderen geilen Spieler rein. Kagawa für Oscar. Kagawa ist, glaube ich, ein bisschen schneller, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weiß es nicht. ZOM. Boah, das war schön. Draxler. Das war einfach geschmeidig. Wie ein heißes Messer durch Butter. Da durchgegangen. Oh, schön. Schön, Draxler. Draxler mit links, ne, mit rechts. 3-0, das ist meine Meisterschaft. Das ist sie. So befriedigend, wollte ich schon fast sagen. Und der Gegner, der schenkt mir ein Ei nach dem anderen. Ich weiß nicht warum. Und dann schenke ich ihm das Ei. Und dann kam er, machte 3 Tore in 2 Minuten. Wo wirft er ihn hin? Ah, nicht schlecht. Das war eine gute Option. Ja, oh, die kommt gut. Oh, da ist er noch wer. Aber dann gehe ich hier einfach so durch. Nein, ich hätte es mit dem machen müssen. Ah, mit dem hier. Ah, Luis Gustavo, Linksfuß. Schwierig, schwierig, schwierig. Draxler! Nein! Oh, shit. Oh, jetzt bin ich hinten ganz schön offen. Da kommt Rooney. Aber schön, er geht nach außen, er geht nach innen. Oh, da kommt er zum Schuss. Mein Spieler steht doch da. Er muss doch nur den Ball nehmen. Ich verstehe es nicht. Tor. Ecken. Und Fellaini. Da hast du eigentlich immer ein automatisches Tor. Da brauchst du eigentlich nur in die Mitte grob flanken, dann ist das Ding drin. Da kannst du die besten Verteidiger der Welt haben. Ja, das ist für mich. Da kannst du die besten Verteidiger, Innenverteidiger der Welt haben. Dann machen die den Kopfball einfach. Die machen ihn. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich echt aufpassen. Noch einen nachsetzen. Noch einen jetzt. Zum Beispiel mit. Nicht. Ich wusste, dass er dahin spielen wird. Ich wusste es. Guck dir das an! Ich hab Angst. Nein, warum geht denn das alles nicht mehr hier? Mit Kagawa kam die Veränderung. Oh, das war zu eilig von ihm, ja. So ist ja jetzt nicht so, dass ich der Profi-Spieler bin und alles total besser kann, aber so ein paar Fehler würde ich ihm schon sagen können, die er da gegen mich macht. Ich ja mit Sicherheit auch, ne? Aber ich führe immerhin. Nein, es war abseits. Shit. Ich hatte gedacht, das geht noch. Naja, knapp. Kein Abseits? Dann war es nicht schlecht. Oh, mitnehmen. Ja, und dann haben wir Mandzukic. Der hat wieder die Möglichkeit und jetzt. Oh, Alter, warum kriegst du sowas nicht in Elfmeter? Rot! Letzter Mann! Muss ich nochmal sehen. Ich hätte das jetzt nicht als
Elfmeter gesehen. Tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht so gesehen. Ja, aber ich kann keine Elfmeter schießen, aber ich kann es doch. So, 4-1. Ja, Japa. 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 Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ich sehe es ihm schon an. Aber ich verstehe es auch. Raxler! Oh. Wie geil war das denn? Da habe ich gerade zum ersten Mal das LT genutzt, dass der ihn so abgeschirmt hat. Und es hat funktioniert. Und er geht raus in der 74. Minute. Oh Mann, oh Mann. Ja, Mandzukic 2, Huntelaar 1, Draxler 1. Und ich werde angerufen. Kann aber nicht angehen. Ja, 4-1. Und da wäre noch mehr gegangen. Schade, warte mal, kann ich das noch sehen, die Prämien? Wie ist denn jetzt mein Abbruchfaktor hier? Prämien. Abbruchmodifikator ist jetzt bei 1,0. Modifikator 0,5. Ich weiß gar nicht, wo der vorher war. Aber egal, das passt. Ich bin sehr zufrieden. Und damit auch Meister. Und damit gibt es jetzt noch mal ein paar Münzen on top. 3000. Das ist doch schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Liga dann weitergeht. So. Hat aber auch nicht aufgehört hier zu klingeln, ey. Also meine Güte. So, wenn ich halt nicht rangehe, dann gehe ich halt noch nicht ran. So, laufende Saison, Liga 8. 15 Punkte für die Meisterschaft, 12 für den Aufstieg. 4000 Münzen wären da drin. Ich bin gespannt und ich werde wahrscheinlich jetzt mal so nebenbei wieder ein paar Spiele machen. Mal gucken, ob ich die Tore aufzeichne oder nicht. Werden wir dann sehen. Ich bin nicht im Bild. Jetzt wieder schon. Okay, gut. Also wurde jetzt noch ein bisschen länger das Video. Sorry, kann man ja alles nicht planen vorher. Ist halt so passiert. In dem Sinne jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder unterhalten hier. Maximal Emotionen. Gut, am Ende, da konnte ich jetzt auch nicht mehr emotional hier feiern oder sowas, weil wenn du halt mal führst und merkst, das läuft wie geschmiert, dann ist einfach geil. Dann nimmst du das Tor so, jo, endlich, jo. Boah, da kannst du nicht mehr schreien. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Okay, also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Basti oder auch Join the Club. FIFA 13 T-Shirt tragender Modern Consumer. Ciao.